Herzlich willkommen zu den Nachrichten hier bei uns auf Güstrow TV. Am 8. April ruft der DRK Blutspendedienst wieder zum Spenden auf. Von 13 bis 18 Uhr ist das Team vor Ort im Pflegezentrum an der Warnow-Klinik. Im April gibt es dabei noch eine besondere Aktion. Alle fleißigen Blutspender, die vom 2. bis zum 30.04. spenden, haben die Chance, Karten für das Deichbrandfestival 2024 in Cuxhaven zu gewinnen. Die Kinder und Erzieher vom Hort am Schlossplatz hatten in der vergangenen Woche alle Hände voll zu tun. Wenn man über Frühjahrsputz spricht, dann meinen die meisten von uns wohl das Fensterputzen, Staubwischen und das Schickmachen im eigenen Zuhause. Für die Erzieher und Kinder vom Hort am Schlossplatz aber ging es nicht in die eigenen vier Wände, sondern nach draußen in die Natur. Ausgestattet mit Handschuhen, Müllsäcken und Greifern ging es in die umliegenden Parkanlagen, auf öffentliche Plätze, Fußwege und Parkplätze. Die Aufgabe war klar. Alles, was an Müll entdeckt wird, wird eingesammelt. Ja, das ist ganz einfach. Bütz ist unsere Heimatstadt und wir möchten natürlich eine saubere Heimatstadt haben und dass unsere Kinder in Ordnung und Sauberkeit aufwachsen. Für die Kinder ist es fast wie eine Schatzsuche. Sie laufen aufgeregt von Busch zu Busch und staunen nicht schlecht über all das, was dort zum Vorschein kommt. Was für die Kinder wie ein Spiel ist, macht von außen betrachtet nachdenklich. Und auch die Kinder finden es nicht schön, dass wir Menschen so achtlos mit der Umwelt umgehen. Nein, das finde ich schlecht, weil das die Umwelt verschmutzt. Und dann können Menschen auch und Tiere davor sterben. Finja ist stolz darauf, mit der Aktion ein Zeichen zu setzen und zu zeigen, dass auch die Kleinsten bereits einen Unterschied erzielen können. Ja, finde, dass manchmal Leute rumgehen und den Müll einsammeln, finde ich, möchte ich auch mal machen, als wenn ich erwachsen bin. In 10 Gruppen sind die Kinder und Erzieher an diesem Nachmittag in der Stadt unterwegs. Die Müllsäcke füllen sich in Rekordzeit und einige Gruppen mussten sich eine Schubkarre für den Transport organisieren. Dennoch wird beim abschließenden Treff an der Schule deutlich, dass es in diesem Jahr wohl weniger Müll war als im Vorjahr. Definitiv ist das positiv zu bemerken. Wir haben auch beim Müllsammeln schon ganz viele Passanten unterwegs getroffen und gesprochen, die uns für unsere Arbeit gelobt haben. Und es macht natürlich auch ein bisschen aufmerksam, auch unsere Mitbürger, die darauf achten, den Müll bitte in die Mülltonne zu werfen und nicht daneben. Pünktlich zum Osterfest können die Kinder sich nun darauf freuen, ihre Osterkörbchen bedenkenlos in der Natur zu suchen. Trotzdem gibt es noch zahlreiche Ecken, zu denen die Kids es nicht geschafft haben. Daher lädt die Stadt am 6. April zu einem gemeinsamen Frühjahrsputz ein. Im Freizeittreff am Schlossplatz ist für die Osterferien wieder reichlich Aktivität geplant. Ob gemeinsames Kochen, ein Fußballturnier oder Kegeln im TSV-Gebäude, hier ist für jeden etwas dabei. Am Mittwoch, dem 3. April, geht es in den Rostocker Zoo. Abfahrt ist um 10 Uhr, hierfür ist eine Anmeldung erforderlich. Auch in diesem Jahr trafen sich wieder zahlreiche Schülerinnen und Schüler in der Stadthalle Rostock, um ihre Projekte beim Wettbewerb Jugend forscht zu präsentieren. Bereits zum 34. Mal präsentierten Schülerinnen und Schüler ihre Ergebnisse des Landeswettbewerbs Jugend forscht in der Rostocker Stadthalle. Etwa 100 Mädchen und Jungen stellten in knapp 50 Projekten ihre Forschungsarbeiten vor. Das Bilse-Institut für Bildung und Forschung betreute in diesem Jahr 10 Forschungsprojekte. Schon vor über 20 Jahren baute das Institut das Innovationsnetzwerk Schüler auf Kurs für MV auf. Dabei besteht die Aufgabe von Bilse darin, das Mitwirken von verschiedenen Partnern aus Wirtschaft und Forschung zu koordinieren. Die Partner müssen als erstes als Unternehmen Geld verdienen, haben ihre eigenen Forschungsaufträge. Wenn sie Schülerteams unterstützen, machen sie das freiwillig. Von oben, sage ich jetzt mal. Und wir als Bilse-Institut übernehmen ganz viele Aufgaben im Projektmanagement, können ganz viele Rechercheaufgaben, Entwicklungsaufgaben übernehmen, sodass der Partner selber entscheidet, wie viel Power setze ich ins Schülerprojekt. Wie viel Zeit, wie viele Mitarbeiter. Also es gibt welche wie das IFÖ, die haben Stundenkontingente für die Schülerprojektarbeit. Es gibt welche, die können sich das nicht so leisten. Die sind dann alle 2 Monate als Feedbackpartner da für den Projektstand. Manche unterstützen es mehr finanziell, aber kaum mit Manpower. Das ist sehr unterschiedlich. Und durch das InnoNetz kann jedes Unternehmen selber wählen,
welchem Maße sie da unterstützen. Wir haben uns bei unserem kleinen Rundgang auf die von Bilse betreuten Forschungsteams konzentriert. Generell muss man sagen, dass die gewählten Themen sich eng an den Erfordernissen unserer Zeit orientieren und sehr oft verblüffende Lösungen gefunden wurden. Wie beispielsweise von Linus und Marlin vom Gymnasium Sahnitz, die einen mobilen Hochwasserschutz entwickelten. Hochwasser ist ein sehr aktuelles und vor allem auch gegenwärtiges Thema. Betrachtet man zum Beispiel das Ahrtal, bestimmte Regionen in Hamburg, aber eben auch bei uns in Rostock. Es gibt viele bereits bestehende Systeme, beispielsweise Hochwasserschutzwände, Deiche wie in Warnemünde. Allerdings besitzen die den Nachteil des Durchflusses. Kommt zum Beispiel ein Starkregenereignis, wird das Kanalnetz relativ schnell überlastet und es kommt zur Überflutung von Straßen, aber eben auch Märkten. Und genau dem wollen wir mit unserem System entgegenwirken. Wir entwickeln ein mobiles System, was möglichst leicht auf- und abbaubar ist. Wir benutzen die Stabilität vom Rundbogen und dazu haben wir eine Aufschirmsicherung. Die beiden Schüler, denen die Jury für ihre Forschung einen zweiten Preis zuerkannte, legen demnächst ihr Abitur ab und wollen ihre Arbeit als Patent anmelden. Drei Schüler aus der Rostocker Werkstattschule beschäftigen sich mit dem Recycling von 3D-Druckerabfällen. Ebenfalls aus der Werkstattschule kommen Karl, Anton und Jakob, die eine Mini-Solaranlage für Kleingärten untersuchten. Im heimischen Umfeld haben Fiete und Sarah von der Jena-Planschule geforscht. Ihre Erkenntnis lautet: Die Miesmuschel ist der neue Held der Ostsee. Wir haben uns damit beschäftigt, ob man die Miesmuschel benutzen kann, um der Eutrophierung der Ostsee entgegenzuwirken. Also um eben den Nährstoffüberschuss, der durch Landwirtschaft, zum Beispiel wenn das in die Flüsse gelangt, die ganzen Nährstoffe, davon gibt es zu viele in der Ostsee. Und da die Muschel Filtriereigenschaften hat, können wir die verwenden, um eben diesen Überschuss sozusagen aus dem Wasser herauszufiltern. Und dann haben wir uns damit beschäftigt, ob man das machen kann, um einen regionalen Stoffkreislauf zu schaffen. Also zu sagen, die Muschel filtert das, was zu viel im Wasser ist, heraus. Wir entnehmen die Muschel aus dem Wasser und wollen die dann irgendwie verwerten. Und da haben wir uns gedacht, dass wir das zum Beispiel mit Hühnern machen können, als Legehennfutter. Und dann haben wir das Muschelfleisch auf Aminosäuren untersucht, ob das eben für das Huhn geeignet ist als Nahrung. Und der Kalk ist ja eben für das Huhn sehr wichtig, weil es Eier bilden muss, also Eierschale und für die Knochendichte. Und dann wollten wir sozusagen so einen Kreislauf schaffen, weil die Exkremente der Hühner dann ja auch wieder als Dünger verwendet werden können. Belohnt wurden die jungen Forscher mit einem dritten Preis. Anhand des Miesmuschelprojektes wird sichtbar, wie viele Partner unter der Koordination von Bilse zusammenarbeiten müssen, um mit dem Projekt erfolgreich zu sein. Wir haben vor knapp 2 Jahren mit dem Bilse-Institut zusammen bei unserer Schule angefangen, eine Projektidee zu entwickeln und uns darüber zu informieren. Und danach konnten wir mit der Landesanstalt für Landwirtschaft und Fischerei zusammenarbeiten, die im Fischereihafen ist, und mit dem Forschungsinstitut für Nutztierbiologie aus Dummersdorf. Die haben uns zum Beispiel das Massenspektrum ermöglicht, wodurch wir die Aminosäuren untersuchen konnten. Zum Schluss machen wir bei Johnny, Raphael und Robin Station. Die drei beschäftigen sich mit Wasserstoff als großes Thema der Mobilität. Wird eine Drohne mit Wasserstoffgas betrieben, kann sie sich eine halbe Stunde in der Luft halten. Wird aber flüssig Wasserstoff verwendet, verlängert sich die Zeit auf bis zu 10 Stunden. Unser Projekt, sage ich mal, ist es jetzt ein System zu entwickeln, das quasi den Füllstand dieses Tankes bestimmen kann. Quasi, dass man als Nutzer einfach drauf gucken kann und sagen kann, okay, so und so lange fliegt die Drohne noch, so und so viel ist noch drin. Das ist unser Projekt. Für ihre Forschungen an der Wasserstoffdrohne wurden Johnny und Robin mit einem zweiten Preis belohnt. Überhaupt schnitten die Gruppen des Innovationsnetzwerks sehr erfolgreich ab. 3 erste, 4 zweite und 2 dritte Plätze waren die Ausbeute der von der Bilse betreuten Teams. Dennoch befürchtet Peter Schmiedemann künftig einen weiteren Rückgang der Forschungsteams. Ich sag mal so, 10 Projekte sind nicht unsere Maximalzahl, die wir hier hatten. Wir waren schon mit viel mehr Projekten hier. Da war ich nicht alleine, da waren wir das Innonetz noch etwas breiter aufgestellt. Leider ist es so, dass diese MINT-Förderung in diesem Land verbesserungsbedürftig ist. Und gerade diese High-End, diese Projektbetreuung ist natürlich aufwendig. Es ist sehr viel Zeit, auch mit Fahrzeiten, mit Kontaktzeiten. Das kann die Schule selber nicht leisten. Dazu müssen Projektbetreuer oder Projektmanager, wie wir uns nennen, irgendwie finanziert werden. Das geht über Stiftungen, aber es braucht die Unterstützung des Landes. Wenn die da ist, funktioniert es. Dann machen wir auch 20. Die 2-tägige Veranstaltung in der Stadthalle hat den jungen Forschern viel gegeben.
Neben Anerkennung der eigenen Arbeit haben auch viele Gespräche mit Vertretern von Unternehmen, von Forschungseinrichtungen und anderen Teams stattgefunden. Mit Blick auf 2025 wurden schon neue Forschungsthemen besprochen. Der Gemeindewahlleiter des Amtes Bützow-Land, Frank Encher, gibt bekannt, dass Jörg Krone sein Mandat als Mitglied der Stadtvertretung Bützow am 29. Februar schriftlich niedergelegt hat. Nach Feststellung durch den Gemeindewahlleiter geht der Sitz nunmehr auf die Ersatzperson des Wahlvorschlages der Bützower Wählergemeinschaft BWG, Herrn Carsten Krüger, über. Herr Krüger hat die Annahme des Mandats erklärt. Hier geht es weiter mit unseren Kulturnews. Willkommen zu den Kulturnews. Ab Karfreitag ist der Osterhase auch bei uns im Programm unterwegs und hat neben Geschichten aus dem Wildpark und der Pfarrkirche auch 8 bunte Ostereier im Gepäck. Diese fallen ihm auf dem Weg durch den Wildpark allerdings nach und nach aus seinem Körbchen. Wer aufmerksam die Sendung schaut und die Eier entdeckt, hat Chance auf tolle Gewinne. Der Jahrgang 11 vom Jon-Brinkmann-Gymnasium brachte den Prosatext Auf Deichwegen von Ernst Barlach auf die Leinwand. Durch die Marsch wird marschiert und der Deichrücken wird, Meil aus Meil ein, von unserem natürlichen Schrittmessern in seiner ganzen Länge vermessen. Dies ist der Anfang aus Barlachs literarischem Werk Auf Deichwegen. Und genau dieses Werk haben sich Schüler der 11. Klassen aus dem Jon-Brinkmann-Gymnasium vorgenommen, um es mit einem Schattenspiel darzustellen. Lehrerin Irene Heinze war selbst gespannt, wie das Ergebnis bei den Zuschauern ankommen würde. Das gehört in diese Ausstellung, die Macht des Wortes. Und meine liebe Kollegin Franziska Hell hat gebeten, doch auch ein Projekt mit Jugendlichen zu machen zu diesem Thema. Barlachsprache ist ja nicht so einfach. Und da habe ich meinen Elva-Kurs genommen und sie hatten eben auch keine Wahl und mussten sich damit beschäftigen. Und das haben sie gut gemacht. Wir haben im Unterricht angefangen, schon im vergangenen Jahr im Dezember. Und haben dann ein bisschen die Filmaufnahmen an Projekttagen gemacht. Und haben dann im Unterricht weitergemacht. Das ist also eigentlich nicht viel Zeit. Und das Problem war natürlich auch, so viele Leute zu organisieren, dass auch alle ihre Anteile daran haben. Und dass es dann ein geschlossenes Ganzes wird. 15 Minuten etwa dauerte das Schattenspiel, das die Schüler erstellt haben. Nach der Vorstellung ihres Ergebnisses präsentierten sie auch ihre Requisiten, die sie verwendet haben. Erzählten davon, dass sie zuerst einmal Barlachs Sprache verstehen mussten, ehe sie überhaupt richtig starten konnten. Dann musste ein Drehbuch geschrieben bzw. gezeichnet werden. Windeffekte, Geräusche oder auch die Wolken, unzählige Arbeiten waren zur Umsetzung ihrer Idee notwendig. Den Beginn und das Ende hatten sie vor den Vorhang verlegt, um eine Zeitreise darzustellen. Franziska Hell, Kuratorin der Sonderausstellung Die Kunst des Wortes, freut sich, dass sich Irene Heinze mit ihren Schülern den Prosatext von Barlach angenommen und diesen umgesetzt hat. Per se wird Ernst Barlach immer als Bildhauer wahrgenommen. Und als Dramatiker, als Verfasser von Prosa, von Gedichten ist er kaum noch bekannt. Und daher ist es sehr schön und wichtig, denke ich, dass auch die junge Generation davon erfährt und sich auseinandersetzt damit. Das haben die Schüler des Brinkmann-Gymnasiums in den vergangenen Wochen getan und erhielten vom Publikum für ihre Arbeit viel Applaus. Wer sich die Ausstellung Die Kunst des Wortes dazu anschauen möchte, bis zum 21. April ist sie noch im Ausstellungsforum der Ernst-Barlach-Stiftung zu sehen. Seit 1967 wird alljährlich am 2. April, dem Geburtstag von Hans Christian Andersen, der Internationale Kinderbuchtag gefeiert. Dabei übernimmt jährlich eine nationale Sektion des IBI die Patenschaft für diesen Tag. Diese Sektion wählt ein spezifisches Thema aus, lädt eine Autorin oder einen Autoren aus dem jeweiligen Land ein, eine Botschaft an die Kinder der Welt zu verfassen und zusätzlich wird eine Illustratorin bzw. ein Illustrator gebeten, ein Plakat zu gestalten. Im Jahr 24 steht der Tag unter dem Motto Imagination, welches von der japanischen IBI-Sektion ausgewählt wurde. Am Ostersamstag um 20 Uhr lädt das Schloss Fietges zum Osterklavierkonzert Juwelen mit Hans Howitz ein. Hans Howitz, Pianist und Komponist, eröffnet eine faszinierende Welt der Klänge und Emotionen.
Dabei verwebt er Klavierklänge, Synthesizer, warme Road Sounds und orchestrale Elemente zu einer mitreißenden musikalischen Komposition. Seine außergewöhnliche Improvisationsfähigkeit lässt seine Komposition in ein lebendiges Eigenleben eintauchen und verwandelt jedes Konzert in ein unvergessliches Erlebnis. Tickets gibt es unter anderem in der Güstrow-Information. Unter dem Titel Lichtsuche lädt die Künstlerin Maria Müller zur Ausstellung ihrer Werke in die Galerie Güstrow in der Besserstraße ein. Seit Februar präsentiert die Künstlerin Maria Müller einen Teil ihrer Werke unter dem Titel Lichtsuche in der Galerie Güstrow. Seit 2020 widmet sie sich hauptberuflich der Malerei. Zudem hat sie seit 2022 im Kloster Rühn ein eigenes Atelier etabliert, in dem sie jährlich zu Pfingsten eine Atelierausstellung veranstaltet. Es gibt zu Pfingsten eine Atelierausstellung, das möchte ich jedes Jahr machen. Und da können alle, die wollen, gerne mal in mein Klosteratelier schauen. Und da bereite ich jetzt quasi diese Ausstellung vor und male dafür Bilder. Und da freue ich mich sehr drauf, weil das ist so ein Highlight auch für mich im Jahr. Ne? Dass man, bin ich wirklich 3 Tage da, von 11 bis 17 Uhr, Samstag bis Montag an Pfingsten jedes Jahr. Und da kann man dann mal schnuppern kommen. In ihren Bildern manifestieren sich Träume, Visionen und ungeahnte Figuren, die während des intuitiven Malprozesses entstehen, zu einem eigenständigen Bildraum, der mitunter die Grenzen der Realität überschreitet. So ein Traum, also den so zu malen oder umzusetzen oder so eine Vision oder ein inneres Bild, da hebt man ja irgendwie etwas aus dem Dunkeln. Und das ist so ein bisschen bei diesen Arbeiten passiert. Also sehr viele dieser Arbeiten sind auch sehr frei entstanden. Also bei mir passiert das dann, dass ich am Anfang manchmal auch aus so einer Intuition, also so einfach Farbe aufs Bild werfe und in diesem Prozess sich dann manchmal Figuren einschleichen. Also es ist manchmal gar nicht so geplant. Ne? Man hat vielleicht eine Idee von Jonglieren oder Menschen in Bewegung oder man muss durch etwas Dunkles hindurch und kämpft sich ins Licht, also solche Gedanken. Aber das ist dann nicht so, dass ich sage, okay, die Figur sitzt im unteren Drittel des Bildes und rechts oben ist ein Baum oder so. Ne? Also das entsteht dann so. Die Künstlerin bevorzugt die Verwendung von Acryl- und Ölfarben in ihrer Arbeit. Mit einem Pinsel oder auch gerne mit dem Spachtel trägt sie die Farbe mal fein und mal grob und dick auf. Gelegentlich greift sie sogar auf ihre Finger zurück, um beim Malen zu unterstützen. Es sind hauptsächlich großformatige Werke, auf die sie sich konzentriert und lässt dabei der Farbe und Form freien Lauf. Sie lässt das Bild organisch entstehen und sagt oft, das Bild malt mich und nicht ich das Bild. Meistens weiß ich das immer gar nicht, ob das Bild fertig ist. Ich höre dann immer irgendwann einfach auf zu malen und hänge das Bild hin und gucke mir das ganz lange an. Und manchmal gibt es Situationen, wo ich dann auch nach einem Jahr noch sage, so jetzt male ich da weiter oder da fehlt jetzt das. Also ich warte dann auch so lange, bis die Inspiration kommt. Also ich mache da nicht irgendwie jetzt fertig, da muss noch ein Punkt und dann stimmt's, sondern ich warte wirklich, bis das Bild zu mir spricht und im Prinzip mir das Kommando gibt. So jetzt plötzlich, das, da muss jetzt gelb hin. So, ne? Und das meine ich mit das Bild malt mich. Also ich gehe da auch so ein bisschen in so eine Empfängnishaltung, ne? Also so ein bisschen, ich lasse das kommen. Gute 6 Wochen sind die Werke noch in der Galerie zu besichtigen und die Künstlerin verriet bereits, dass sich einige Werke noch einmal tauschen werden. Für Maria Müller stehen in diesem Jahr noch weitere schöne Termine auf dem Programm. Und ansonsten habe ich dieses Jahr so ein bisschen in der Planung sehr konzentriert im Atelier zu malen. Das heißt, ich habe jetzt gar nicht so viele Ausstellungen geplant dieses Jahr, sonst habe ich immer so 8 Ausstellungen. Und dieses Jahr habe ich gesagt, okay, ich möchte mal so ein bisschen auch wieder in so eine Schaffensphase kommen. Am 12. Mai wird es noch einmal ein abschließendes Künstlergespräch zur Finissage geben. Dazu locken auch frischer Kaffee und Kuchen. Wer Lust hat, sich mit Maria Müller über ihre Kunst zu unterhalten, ist ab 15 Uhr herzlich eingeladen. Traditionell findet auch in diesem Jahr am Osterwochenende die große Ostereiersuche im Freizeit- und Familienpark Miniaturstadt Bützow statt. Verbringen Sie eine schöne Zeit in der Parkanlage bei Kaffee und Kuchen, Bratwurst und Getränken. Für die Kinder werden kleine Osterkörbchen auf dem Gelände versteckt, die sie suchen und natürlich behalten dürfen. Aber jedes Kind nur ein Körbchen, denn es sollen alle kleinen Besucher glücklich nach Hause gehen. Das Team der Miniaturstadt freut sich auf den Saisonstart. Schauen Sie am Ostersonntag oder Montag jeweils in der Zeit von 11 bis 15:30 Uhr vorbei.
willkommen beim Sport. Erst Schwimmen, dann Laufen. Der Swim and Run vom Trifan Güstrow lockte auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Sportler an den Start. Der Trifan Güstrow eröffnete am 23. März seine Wettkampfsaison. Bereits zum 16. Mal richtete der Verein den LVM Versicherung Swim and Run aus. Insgesamt 59 Teilnehmer stellten sich diesem Wettkampf. Ja, ist ja schon zum 16. Mal der LVM Versicherungsswimmen dran. Darüber sind wir natürlich froh, dass wir es auch wieder jetzt organisieren konnten mit einigen Schwierigkeiten. Aber in diesem Jahr schwimmen wir halt 750 Meter wie immer für die Erwachsenen und haben in diesem Jahr für die Kiddies mal noch für die bestimmten Altersklassen auch mal einen 400 Meter Lauf und noch mal einen 200 Meter Lauf, wo gerade die Kaderathleten vom SC Neumannenburg und von FICO und Trizak da sind. Das ist richtig schön, Maja. Bei so vielen Wettkämpfen in den Vorjahren sollte man meinen, dass die Abläufe perfekt abgestimmt sind und alles reibungslos funktioniert. In diesem Jahr ist allerdings einiges anders. Ja, die Besonderheit ist, dass wir das alles nicht mehr hier machen, wo es ja sonst immer so schön an der Nebel war, relativ einfach auf der einen Seite des Wassers hin, auf der anderen Seite wieder zurückzulaufen. Aber leider sind die finanziellen Forderungen der Oase so hoch gewesen für die Nutzung des ganzen Objektes und für die ganze Zeit, sodass wir eben hier nur das Schwimmen machen, dann sofort hier losfahren und dann in der Sportschule dann die zweiten Teil, also das Laufen dann machen. Die vordersten Ränge in der Gesamtwertung sicherten sich Mathis Kuntermann auf Platz 1, gefolgt von Hannes Kuntermann auf der 2 und Björn Schuld auf dem 3. Platz. Die schnellste Frau war Frieda Nitschke vom TG Trizak Rostock. Mit 10 Minuten und 5 Sekunden war sie im Schwimmen die gesamtschnellste an diesem Tag. Ralf Buchner selbst landete in der Gesamtwertung auf dem 12. Platz. Er hofft, dass die Planung im kommenden Jahr wieder reibungsloser läuft. Ja, was wünscht man sich? Also natürlich eine bessere Zusammenarbeit wäre schön und weniger Stress, weil das ist Stress. Angefangen haben wir Ende August überhaupt einen Vertrag, eine Nutzungsvereinbarung zu bekommen. Es hat dann sehr lange gedauert, bis wir dann irgendwann im Dezember das Endgültige hatten. Und auch dann geht es dann ständig weiter mit Stress, den man hat, indem man irgendwie was umplanen muss und so weiter und so fort. Also das würde natürlich schön sein, wenn das irgendwie stressfreier ist, gerade für das Organisationsteam. Ja. Auch unser Kameramann Henning Wolf nahm erfolgreich teil und belegte in seiner Altersklasse den 3. Platz. Die Teilnehmer haben die Aufteilung der Orte sportlich genommen und sich für einen schönen Wettkampf bedankt. Wir geben uns die absolute Mühe. Wie gesagt, sind Veranstalter von 4 Veranstaltungen. Obwohl wir eben einen kleinen Kader haben von irgendwie 30 Mitgliedern, die aktiv sind, ist das relativ schwer zu stemmen. Und ich bedanke mich bei allen Helfern immer, bei Mitgliedern, Freunden, Familienmitgliedern, die einfach die Ideen, die wir so im Org-Team haben, dann einfach auch mit durchziehen und dann als Helfer hier stehen. Wie gesagt, jetzt sind schon welche an der Sportschule, müssen da schon alles aufbauen. Ja, ist halt alles so dieses Jahr. Jetzt heißt es wieder durchatmen für die Mitglieder, bis der nächste Wettkampf ansteht. Ja, wir haben also ganz normal das zweite Eurawassertrinale nachher in Beutin. Dann haben wir natürlich den Cross-Dortland, der jetzt schon zum 33. Mal stattfindet im Oktober. Und dann haben wir jetzt auch noch den Inselseelauf übernommen, haben wir neulich schon im Fernsehen gesagt. Der wird dann am 8. Juni neu sein, also dass wir dann insgesamt 4 Veranstaltungen haben, die wir hier in Güstrow und Umgebung einfach durchführen. Ja. Wer selber sportbegeistert ist und keine Lust hat, alleine zu trainieren, der kann jederzeit beim Trifan Mitglied werden und gemeinsam auf Erfolge hinarbeiten. Am Ostersamstag wird es wieder heiß im Güstrower Hexenkessel. Der MC Güstrow läutet die neue Speedway-Saison beim traditionellen Osterpokal ein. Ab 15 Uhr geht es rund und alle dürfen sich auf spannende Derbys und Kopf-an-Kopf-Rennen freuen. Einlass ist ab 13 Uhr. Das erste Mal in der Vereinsgeschichte stand der GSC 09 Abteilung Fußball im Viertelfinale des Landespokals. Das Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion war gut gefüllt am 23. März. Zahlreiche Fans waren erschienen, um die Herren in ihrem ersten Viertelfinale im Landespokal zu unterstützen. Die Losung der Partie hatte ihnen keinen einfachen Gegner zugeteilt. Zu meiner Seite Thorsten Renz als Vorstand vom GSC 09 und Jens Schweder als sportlicher Leiter. Ja, wir sind in der Halbzeitpause. Es steht 1:1. Wie ist es mit der Zufriedenheit, Thorsten? Also ich bin sehr zufrieden.
Im Ende ist Torgelow Top-Favorit, ist sozusagen in der Verbandsliga ganz, ganz oben mit dabei. Und wir haben eine schwierige Saison. Insofern gegen diesen Favoriten schlagen sich unsere Jungs einwandfrei. Super Spiel bisher gemacht, 1-1, kann so weitergehen. Und in der Liga zuvor 7-0 zurückgelegen, die Güstrower. Heute sieht es besser aus, oder? Was sagt der sportliche Leiter dazu? Ja, auf jeden Fall. Also wenn man vor zwei Wochen noch 7-0 verliert, dann ist das für die Moral natürlich ganz wichtig, dass man jetzt hier mit dem 1-1 in der Halbzeit geht, sogar in Führung gegangen ist, dass man auch diesen Glauben an sich hat, dass man dann doch schon gegenhalten kann und sich selber Erfolgserlebnisse schaffen kann. Und wie ist die Erwartung für die zweite Halbzeit? Sieg? Wäre jetzt gelogen, wenn ich jetzt sage, nö, will ich nicht. Nein, natürlich würden wir schon gewinnen wollen oder wollen wir gewinnen, aber das ist halt ein ganz, ganz langer Weg. Das ist ein schwieriger Weg, der wird wehtun, der wird jetzt nochmal mindestens 45 Minuten richtig doll wehtun. Und dann gucken wir nach, was in den 90 Minuten ist und dann, ob es in die Verlängerung geht oder ob es nach 90 Minuten entschieden wird. Okay, und wie ist die Erwartung in der Liga? Wie soll es weitergehen für den GSC 09? Vielleicht noch erst einen Satz zur zweiten Halbzeit. Wir werden jetzt die nächsten 10, 15 Minuten erstmal gegenhalten, hinten dicht machen. Und ich glaube, dann, wenn wir einen erfolgreichen Konter laufen, bin ich sehr, sehr optimistisch für heute. Was die Liga betrifft, da müssen wir nach einem guten Start jetzt in der zweiten Halbserie zusehen, dass wir uns stabilisieren. Da bin ich auch sehr optimistisch und dann wird es auch mit dem Klassenerhalt und dann kriegen wir das Jahr gut über die Bühne. Das sieht der sportlich leider auch so, ja? Ja, da bin ich sehr optimistisch. Wie Thorsten schon gesagt hat, dass der Start in die Rückrunde war wirklich gut, war erfolgversprechend. Und natürlich müssen wir jetzt weiter Gas geben. Dadurch, dass Tuberan gestern gewonnen hat, wird das jetzt kein Selbstläufer werden. Aber ich bin optimistisch, dass der Trainer oder das Trainerteam und das Betreuerteam die Mannschaft schon auf Kurs bringen werden und die Mannschaft auch das will, was die Trainer umsetzen wollen. Ja, Thorsten, eins müssen wir den Bürgern ja sagen, die ganzen Zuschauer. Erste Mal, allein das ist schon Erfolg, dass wir im Viertelfinale sind. Da haben wir schon schön was erreicht für den Güstrower Fußball und heute verkaufen wir uns gut. Also ich glaube, das ist auch eine wichtige Botschaft. Genau. Und wir drücken die Daumen, wir sind dabei und wir hoffen, dass es heute klappt. Vielen Dank. Leider hat es am Ende nicht gereicht für die Güstrower Männer. Die Spielvereinigung Torgelow Ueckermünde war in der zweiten Halbzeit vor dem Tor zielstrebiger und legte noch 3 Tore nach. Das Ergebnis war deutlich, dennoch hat sich die Mannschaft über lange Strecken gut und diszipliniert gezeigt. Der GSC kann stolz darauf sein, so weit gekommen zu sein und kann jetzt wieder vollen Fokus auf die restlichen Ligaspiele legen. Ja, herzlich willkommen im Hagebaumarkt Güstrow. Mein Name ist Wilfried Minnig und heute möchte ich mal was zeigen und vorführen, worauf ich von Kunden angesprochen wurde. Viele ältere Leute sagen, Mensch, ihr habt da noch so einen schweren Benzinrasenmäher, kein Mensch kann die starten, die sind laut, wir wollen das gar nicht mehr und Kabelmäher wollen wir auch nicht. Und da haben wir doch was im Hagebaumarkt. Wir haben ein wunderbar großes Sortiment an Akkumähern. Und ich weiß wohl, dass es eine Menge Vorbehalte gegenüber Akkumähern gibt, aber die Vorbehalte, das kann ich Ihnen versichern, die sind einfach nur Schall und Rauch. Weil die moderne Akkutechnologie gibt Ihnen die Möglichkeit, mit dem Akku-Rasenmäher genauso zu mähen und genauso weit und genauso lang, wie Sie es vielleicht sogar mit dem Benzinrasenmäher machen würden. Dieses Gerät hier zum Beispiel hat eine Flächenleistung von 600 Quadratmetern. Und wenn Sie 600 Quadratmeter Rasen haben, dann gehören Sie ja fast schon in der Innenstadt zum Großgrundbesitz. Also tatsächlich kann man da gut mit arbeiten. Es gibt diese Akkurasenmäher in verschiedenen Ausführungen. Große Schnittbreiten, kleine Schnittbreiten, große Akkuleistung, kleine Akkuleistung. Es sollte für jeden was dabei sein. Und das Tollste ist, bei vielen Akkugeräten lassen sich die verbauten und die eingesteckten Akkus auch gleich für andere Geräte mitnutzen. Sie können mit dem gleichen Akku dann einen Rasentrimmer betreiben, die Heckenschere oder die Kettensäge. Lassen Sie sich beraten zum Thema Akkutechnik, insbesondere bei den Rasenmähern, aber auch zu anderen Sachen rundherum. Wir führen die Marken Wolfgarten, Mr. Gardener und Gardena und zum Teil auch noch Metabo. Das sind die Premium-Geräte soweit und ich freue mich darauf, Sie bei uns im Baumarkt begrüßen zu dürfen. Vielen Dank.
Willkommen beim Wetter. Heute Abend und nachts ist es locker bewölkt, die Sterne sind nur vereinzelt zu sehen bei Temperaturen zwischen 7 und 5 Grad. Mittwochmorgen gibt es keine Wolken, die Sonne scheint bei Temperaturen von 4 Grad, später zeigt sich die Sonne zwischen einzelnen Wolken bei maximal 15 Grad. Am Abend ist es bedeckt bei Werten um die 11 Grad und in der Nacht kann Regen fallen bei Tiefstwerten um die 8 Grad. Am Donnerstagmorgen bleibt die Wolkendecke geschlossen bei Temperaturen um die 7 Grad. Später ist es teils wolkig, teils heiter bei Temperaturen von maximal 14 Grad. Am Abend gibt es Regen bei Temperaturen zwischen 8 und 10 Grad und in der Nacht kühlt sich die Luft ab auf 6 Grad. Hier geht es weiter mit der aktuellen Ausgabe von Mit Charme und Schürze, diesmal zu Gast Eva Köhler und im Anschluss eine neue Ausgabe unseres Innenstadtmagazins. Willkommen in der Steakwerft. Ich bin Stefan Pistol, euer Fleischermeister und ich zeige euch mal, was es hier alles gibt. Wir haben eine riesen Auswahl an regionalem Fleisch aus Mecklenburg-Vorpommern, alles in Bio-Qualität, aber natürlich darüber hinaus auch Spezialitäten aus der ganzen Welt. Wir haben Iberico-Schwein aus Spanien und wir haben natürlich auch japanisches Wagyu-Steak. Also wir haben für alle was, ob Hobbykoch oder Profigriller und natürlich die passenden Spirituosen, Gewürze und natürlich auch die richtige Pfanne. Also kommt vorbei.